Ja, hallo zum passenden Video zu meiner Webcast-Serie über Domänensprache. Den Link zum Blog werde ich unten in die Shownotes setzen. Und das Video soll das Thema adressieren, warum es so wichtig ist, das Vokabular in den Fachabteilungen klar abzugrenzen, sich auch mal über vielleicht bestehende Begriffe Gedanken zu machen. Und ich möchte jetzt einfach kurz zeigen anhand dem Beispiel Kunde, welche technische Probleme eventuell damit einhergehen, weil dann natürlich die Fachabteilung sich fragt, ja, warum ist das jetzt so problematisch, wenn wir das jetzt nicht sauber definieren oder nicht klar voneinander abgrenzen. Und ich habe hier mal ein paar Punkte aufgeschrieben, in die das reinspielt und möchte es jetzt eben nicht unbedingt technisch zu 100% korrekt, sondern eher für die Fachabteilung nachvollziehbar erklären. Ja, machen wir das gerade mal weg, ich habe hier nämlich was vorbereitet. Und zwar habe ich hier so diesen typischen Kunden, Kundennummer, diese eindeutige ID, die für jeden Kunden, für alle Kunden quasi, jeder hat eine andere. Und dann gibt es Vorname, Nachname, die Adresse, die Kontodaten, Mailinglisten, jetzt so im Bereich Marketing, für Kampagnenmanagement und Preisstellung und Skonto. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an in Bezug auf Geschwindigkeit. Wenn ich als Verkäufer diese Daten benutze, dann brauche ich als Verkäufer eigentlich in der Regel nur, zeige ich hier, die Straße und den Ort, die Preisstellung, Skonto, Straße und Ort, könnte man jetzt auch schon wieder darüber diskutieren, ob das gebraucht wird. Es kommt immer dann darauf an, wer im Unternehmen wofür zuständig ist, was genau die Anwendungsszenarien sind. Aber jetzt gehen wir mal von aus, wenn der Kunde mit seinem Verkäufer telefoniert, sagt ihm, oh, ich habe geheiratet, also muss ich den Nachnamen ändern. Oder wir sind umgezogen, bitte Adresse ändern. Ja, das macht ja in der Regel der Ansprechpartner, also der Verkäufer des Kunden, und das macht jetzt beispielsweise nicht das Marketing oder das Rechnungswesen. Gleiches gilt für die Preisstellungskonto. Gehen wir mal von aus, Vorname, Nachname wird immer gebraucht, weil man möchte ja irgendwie sehen, in welchem Kunden man drin ist, egal in welcher Abteilung ich jetzt bin. Deswegen schmeiße ich es hier auch mal raus. Das wird man wirklich zentral halten. Aber das wären jetzt quasi nur die Daten, die ich für den Verkauf brauche, und in dem Kontext nenne ich jetzt eben den Kundenkäufer. Bei den Bestandskunden, das wäre jetzt typisch Marketing, da mache ich auch wieder Vorname, Nachname weg, weil man das eben anhand dieser IDs sich auch nachschauen könnte. Fürs Marketing sind nur die Mailinglisten interessant, weil das Marketing wird mit Sicherheit nicht an der Preisstellung was ändern, es wird keine Kontodaten ändern, es wird auch nicht irgendwelche Transaktionen am Konto durchführen, weil das eben den Debitoren überlassen ist, dem Rechnungswesen überlassen ist. Deswegen braucht das im Prinzip nur diese Daten. Und das Rechnungswesen braucht jetzt eben die Kontodaten. Wenn wir mal davon ausgehen, dass eben der Verkäufer dafür zuständig ist, Namen und so weiter zu ändern, allerdings muss es ja auch ans Rechnungswesen weitergegeben werden. So tief möchte ich es aber gar nicht einsteigen. Und Empfänger wäre so das Letzte. Und hier wären wir beispielsweise in der Abteilung Lager. Wenn eben die Ware verschickt wird, dann brauchen die unten ja logischerweise nur die Adresse, weil es kommt auf dem DPD-Etikett raus, ja, und wird dann aufs Paket geklebt und dann muss das raus. Im Lager wird auch nicht mit den Daten, ja, interagiert in dem Sinne, dass Daten modifiziert werden, sondern es ist rein abrufen, ausdrucken, weg. Ja. Das heißt, es gibt da gar keinen Anwendungsfall in dem Sinne zur Datenmodifikation. Jetzt sieht man auch schon, dass man pro Abteilung oder, ja, sagen wir mal eher so Fachdomäne, braucht man eigene Daten und auch die Art, wie man die Daten benutzt, ob sie jetzt zum Beispiel nur lesen sind, auch lesen und schreiben und so weiter, das ist also sehr stark davon abhängig, wo wir uns gerade in der Domäne befinden. Und jetzt kurz dazu eben, wie das technisch relevant wird. Beispiel, wenn ich nur diesen Kunden hätte und hätte eben nicht diese feinere Unterscheidung, dann müsste ich ja beispielsweise, um ja, Daten im Lager anzuzeigen, eben damit man dieses Etikett drucken kann, immer diesen Kunden laden. Ja. Da lade ich ja aber unnötig Daten mit. Das kann das Ganze langsamer machen. Es gibt technische Lösungen dafür, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber im Prinzip bedeutet es immer, man muss technisch irgendwie eine Lösung finden, was man einfach nicht machen muss, wenn man das klar, sauber und strukturiert trennt. Und jetzt mag man vielleicht sagen, ja gut, das sind ja nicht viele Daten. Jetzt müssen wir uns aber überlegen, wir möchten zum Beispiel wesentlich, also wir möchten ganz viele Einträge laden oder wir haben am Kunden auch noch sowas wie Anhänge, und zwar große Anhänge, Schriftverkehr, sonstige Sachen. Dann kann es natürlich eine Relevanz haben, oder aber es muss, wenn Daten modifiziert werden, müssen Validierungen durchgeführt werden, zum Beispiel, dass eine Kontonummer immer siebenstellig ist oder so,
dass der Vorname mindestens drei Zeichen hat. Ja, solche Validierungen werden ja immer wieder in den Programmen durchgeführt, dass man eben nicht falsche Daten einträgt, ob jetzt aus Versehen oder aus Absicht. Deswegen macht es auch Sinn, die Daten zu trennen, weil beispielsweise der Debitor, der nur die Kontodaten, Entschuldigung, ich sage immer Debitor, das ist ja die Abgrenzung quasi, das ist das Rechnungswesen, also in der Buchhaltung, wenn die Damen dann das abändern, dann möchten die ja nicht, dass eine Validierung für den Namen durchgeführt wird oder dass eine Validierung für das Konto ausgeführt wird. Weil das Konto darf man jetzt beispielsweise nicht mehr als, was weiß ich, 5% geben, wenn das so eine Einschränkung seitens der Fachabteilung wäre. Ja, und diese Validierung muss dann auch nicht durchgeführt werden, wenn man diese Daten sauber trennt. Mobilgeräte können auch relevant sein, was vielleicht für einen PC nicht viele Daten sind, ist bei Mobilgeräten, die übers Mobilfunknetz gehen, dann doch relevant, was da übertragen wird. Das soll nur das Notwendigste übertragen werden. Noch ein Punkt hatten wir, dass hier die Daten nur gelesen werden. Daten aus der Datenbank abzurufen, die man nur lesen möchte und die nicht zu modifizieren sind, sind viel einfacher zu verwalten, und bringt auch wieder Geschwindigkeitsvorteile. Das Ganze hat auch mit Reaktionszeiten vom Anwenden zu tun. Wir hatten diese Validierung gesprochen. Validierung bedeutet immer, dass das Programm kurz mit Validierung im Hintergrund beschäftigt ist und nicht reagiert. Kann man auch technisch lösen, aber man sieht schon, es macht es einfach, wenn man hier so einen Ansatz wählt, macht es einen das einfach einfacher und ich muss mich nicht so viel um technische Probleme kümmern, sondern kann mich auf die fachliche Korrektheit als Entwickler kümmern. Ja, das ist wichtig. Dann Skalierbarkeit wäre auch so ein Punkt. Paralleles Arbeiten bzw. gleichzeitige Änderungen. Jetzt kann man sich vorstellen, also so Datenbank kann man sich tatsächlich wie eine Excel-Tabelle vorstellen, die viele Tabellen miteinander verknüpfen. Und jetzt möchte man parallel, zum Beispiel möchte das Rechnungswesen Bankdaten ändern und der Verkäufer möchte, was weiß ich, die Adresse ändern. Und es wird dann gleichzeitig gemacht. Bei kleinen Betrieben ist es vielleicht nicht ganz so relevant, aber je größer man wird, man stelle sich nochmal Facebook oder so vor, wo parallel Beiträge kommentiert werden oder so. Ja, da ist es natürlich relevant. Das heißt, je stärker man wächst, also sprich skaliert nach oben, desto komplizierter könnte das Ganze werden, wenn ich den einzelnen Fachabteilungen ermöglichen möchte, parallel zu arbeiten. Und das möchte man ja, ja. Weil ich müsste mich ja dann darum kümmern, dass wenn die Fachabteilung, sagen wir mal, jetzt in dieser Sekunde würde die Fachabteilung die Kontonummer ändern, wegspeichern und der Verkäufer würde die Straße ändern. Dann hat sich ja der Kunde im Hintergrund geändert. Genau für sowas programmiert man dann eben zum Beispiel so ein Geändert-Feld, was man prüft, hat sich der Kunde auch nicht geändert, seit ich ihn geöffnet habe. Und wenn nicht, muss ich halt einen Fehler schmeißen. Sind wir auch so ein bisschen bei Fehleranfälligkeit. Ja, auch dafür gibt es technische Lösungen, das zu koordinieren und trotzdem Änderungen zu ermöglichen. Aber generell kann sich das jeder vorstellen, wenn gleichzeitig an einem so Datensatz gearbeitet werden können soll, muss man natürlich technisch das irgendwie in den Griff kriegen, dass man sich gegenseitig Daten überschreibt, dass man sich gegenseitig nicht aussperrt. Ja, wenn zum Beispiel ich den Kunden offen habe, möchte, soll ja trotzdem eine andere Person den Kunden öffnen können. Und da gibt es ganz viele technische Ansätze, aber die braucht man alle oder großteils gar nicht, wenn man eben eine saubere Auftrennung macht. Ja, noch was zur Skalierbarkeit. Es ist ja so, das System wächst und mit neuen Anforderungen, beispielsweise durch die ganze Digitalisierung und so weiter, kommen immer wieder neue Anwendungsfälle, die es vorher nicht gab und man muss den Kunden kontinuierlich erweitern. Das heißt, wenn man nur dieses eine Kundenmodell hätte, ja, und quasi nicht die Untertrennung, dann wird der Kunde alles weiter wachsen. Dann kommen wir wieder zum Thema Geschwindigkeit, weil es kommen plötzlich weitere Felder, weitere Daten hinzu. Und die müssen dann jedes Mal mitgeladen werden. Wie gesagt, man könnte auch nur spezielle Daten laden. Aber das macht es auch technisch schon wieder schwieriger. Usability finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil man ist natürlich immer dazu verleitet, mehr Daten anzuzeigen, als man tatsächlich braucht. Und damit auch schon den Anwendungsfall ein bisschen zu verwässern. Also das, was die eigentliche Aktion, zum Beispiel das Anwendungsszenario wäre, ich möchte eine Namensänderung durchführen, weil die Person geheiratet hat. Sprich, der eigentliche Anwendungsfall, Person hat geheiratet. Der Verkäufer macht irgendwie im System, gibt es einen Knopf, Person hat geheiratet, Klick, und kann dann nur den Nachnamen ändern.
Und ja, das ist eben bei Usability so ein bisschen wie so diese Süßigkeiten-Problematik. Ja? Wenn man Süßigkeiten zu Hause hat, dann isst man halt doch, auch wenn man keine eigentlich essen sollte oder möchte. Ne? Solange es da ist, macht man es halt trotzdem. Ja? Ganz typischer Fall. Und es gilt genauso für Daten. Sicherheit, auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar alle Arten von Sicherheit, da geht es schon um Datenschutz. Natürlich sollte jetzt ein Lagermitarbeiter nicht unbedingt Kontodaten einsehen können, das dürfte auch klar sein. Der Zugriffsschutz sollte gewährleistet sein, dass zum Beispiel der Verkäufer nicht Kontodaten ändern kann, weil das nur eben vom Rechnungswesen gemacht werden darf. Und vielleicht, weil da auch noch andere Prozesse hinten dran stecken, wo durchs Rechnungswesen manuell ausgeführt werden müssen und so weiter und so fort. Das heißt, der Verkäufer hat da eigentlich gar keine Kompetenz, das Ganze durchzuführen. Auch die Datenintegrität im Sinne von, dass die immer korrekt sind, weil jetzt könnte zum Beispiel das Rechnungswesen hergehen, eine neue Mailingliste eintragen. Die Mailingliste gibt es gar nicht, dann fliegt das Programm auf die Schnauze. Ja, das heißt, da können wir auch durchaus Schwierigkeiten bekommen. Wenn wir uns jetzt auch noch Gedanken zu machen, wir haben vorhin gesagt, wenn man den Kunde abruft, ja, und dann eben einen Teil der Daten oder einfach mal alle Daten anzeigt. Wenn ich jetzt neue Spalten hinzufüge, dann habe ich natürlich auch das Problem, dass plötzlich die Spalten in irgendwelchen anderen Ansichten auftauchen, an die ich gar nicht mehr denke, weil das habe ich vor 2 Jahren programmiert. Und ja, jetzt nehmen wir einfach eine Spalte hinzu, hoppla, das taucht ja plötzlich da drüben auch auf und jetzt können die das bearbeiten. Ja. Also so Security ist auch noch eine ganz wichtige Geschichte, weil man kann sich vorstellen, wenn man alles in diesem einen Kundenmodell hat, dann muss ich natürlich pro Spalte quasi sagen, ja, die Spalte Bankleitzahlen, die Spalte Kontonummer, das darf jetzt nur der Debitor sehen und ändern. Der Käufer kann es von mir aus vielleicht noch sehen, aber nicht ändern. Und beim, der Käufer sage ich schon, der Verkäufer, ja, und der Lagerarbeiter, der eben nur die Adresse braucht, der darf das dann gar nicht sehen. Und wenn ich das pro Spalte, pro Objekt, also pro Modell definieren müsste, das wird natürlich technisch auch riesig schwierig, macht das Ganze wieder deutlich langsamer. Und ja, dabei möchte ich es eigentlich jetzt auch an der Stelle mal belassen, einfach mal so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ich hoffe, es ist klar rübergekommen, dass natürlich kann man alles technisch irgendwie lösen. Nur ist man dann wesentlich mehr damit beschäftigt, technische Schwierigkeiten zu umschiffen, die man, wenn man, sagen wir mal, einen smarten fachlichen Ansatz wählt, wesentlich einfacher in den Griff kriegt oder die gar nicht auftauchen teilweise. Ja, so viel dann hierzu. Ich bin noch am Überlegen, ob ich ein Video zu machen soll, wo ich das Ganze ansiedle, ob das jetzt quasi von den Entwicklern kommen muss oder ob es aus der Fachabteilung kommen muss, diese Abgrenzung und dieses Vokabular und wie man damit umgeht. Wenn euch das interessieren würde, dann teilt mir das bitte in den Kommentaren mit. Und Zusammenfassung noch so, große komplexe Konstrukte sollte man in kleine, konkrete Ausprägungen aufbrechen. Bis dann.